Der Integra Line 730 EB ist ein ganz spezieller Grundriss. Der hat komplett getrennte Einzelbetten hier. Ein Einzelbett mit 2,10 Meter Länge und hinten ein richtig schön großes, komfortables Heckbad mit separater Dusche. Das Ganze auf einer Länge von 7,41 Meter. Der Integra Line 730 EB hat vorne eine richtig schön gemütliche Exitzgruppe. Hier jetzt ganz besonders exklusiv ausgestattet mit Ledermocker und vorne dem neuen Prestige-Paket mit großem Display und Navi. Der Vorteil vom Vollintegrierten ist, dass dieses Hubbett da vorne schön ins Fahrerhaus reinschwingt und hier die ganze Sitzgruppe frei bleibt. Das zeige ich Ihnen einmal. Dazu einfach Fahrersitze abklappen. Und dann hier oben entriegeln, geht ganz einfach manuell zum Runterziehen. Genau. Wir haben oben dann ein schön breites Bett mit 1,50 Meter. Lang ist es nur 1,85 Meter, weil hinter diesem Stoff die Mechanik sitzt. Füße kann man aber ein bisschen drüber strecken, also man kann auch als größerer Mensch da schlafen. Auch schön bei eurer gelöst ist, dass wir oben dann noch Lämpchen mit drin haben, also ist richtig schön gemütlich. An der Seite haben wir Leselämpchen und ganz wichtig beim Schlafen Fenster, dass wir da ein bisschen Luftzirkulation haben. Zum Schließen einmal den Gummi hier zumachen, damit der Stoff an der Seite nicht in die Mechanik kommt. Und dann einfach wieder nach oben. Einmal noch kurz drücken. Jetzt ist verriegelt. Statt dem Hubbett kann man auch Stauschränke nehmen. Schön bei eurer ist ja immer die Winkelküche gelöst. Mit schön viel Abstellfläche oben, einem großen Drei-Flammen-Kocher und einem richtig vernünftigen Waschbecken, wo man auch ordentlich abspülen kann. Nicht nur oben haben wir Platz, auch unten drunter in den Schubladen. Logisch, wir haben überall Schubladen, keine Schränkchen. Die Schublade hier ist besonders wertvoll, weil da sitzt der Gaskasten dahinter. Der wurde extra abgesenkt, damit man diese tiefe Schublade bekommt. Die Schublade drunter ist dann kürzer. Nicht nur in der Küche hat man richtig schön viel Platz, sondern man kann da auch vernünftig davor stehen. Ich kann mich hier hinstellen, da kann ohne Probleme noch jemand vorbeilaufen, man ist sich nicht dauernd im Weg. Also richtig schön geräumig gelöst. Eura bietet zwei verschiedene Möbeldekor an. Einmal das helle Chalet, wie wir es jetzt hier sehen, mit weißen matten Schrankflächen und dann Holz abgesetzt und ein dunkles Navara mit Hochglanzoberflächen. Immer schön bei eurer ist, dass es einfach richtig gemütlich ist, wenn man ins Fahrzeug kommt. Und das liegt auch wesentlich mit an unserer Ambientebeleuchtung, die jetzt zum Beispiel da oben am Schrank läuft und auch mit in die Schränke reinleuchtet, also einen Doppelnutzen hat. Einmal kuscheliges Ambiente und schöne Beleuchtung im Schrank. Gleichzeitig haben wir immer richtig robuste Möbelqualität mit den Scharnieren da oben, Alu-Rüttelkanten und Softlippen. Ich kann das wirklich zuknallen lassen. Da klappert auch nichts während der Fahrt. Da merkt man die gute deutsche Qualität. Zu einer großen Küche gehört natürlich auch ein großer Kühlschrank. Hier jetzt der schön breite Kühlschrank, der Kühlung und Gefrierfach separat hat. Drüber haben wir noch mal zwei Fächer. Optional kann man da einen Backofen einbauen lassen. Hinter der Schiebetür hier befindet sich das Schlafzimmer. Also man kann das auch schön räumlich und auch vom Schall her vom Wohnraum trennen. Wir haben zwei richtig komfortable Einzelbetten, beide 80 cm breit. Das auf der Seite hier ist sogar 2,10 Meter lang. Unter den Einzelbetten haben wir den Stauraum. Von der Klappe von außen zuladbar und dann eben auch noch hier von innen. Auf der anderen Seite genauso, da ist ein bisschen weniger Platz, weil da noch die Batterie und die Elektrik mit drin sitzt. Der Stauraum unter den Betten ist wunderbar für Campingtisch, Stühle, Getränkekisten und man kommt auch super ran, sowohl von außen als auch von innen. Fahrräder sind einfach zu hoch, die müssen hinten drauf. Nicht nur große Betten haben wir, sondern auch richtig viele große Schränke. Auf jeder Seite jeweils drei Luken oben drüber. Also da kann man wirklich ordentlich mit einpacken für den Urlaub. Auch schön untergebracht ist der Fernseher. Der würde hier an die Wand geschraubt werden, ist da sauber verstaut. Oben drüber haben wir ein kleines Ablagefächchen mit Doppel-USB-Steckdose.
Also kann man da auch schön Handy und so weiter laden. Richtig schön bei den 730 EB ist das große Heckbad hinten mit einer separaten Dusche. In der Dusche sieht man jetzt einen Alde-Warmwasserkörper, Heizkörper. Das ist eine Besonderheit bei dem Fahrzeug hier. Wir haben serienmäßig eine Alde-Warmwasserheizung. Die erwärmt indirekt die Luft, so wie man es von zu Hause kennt. Macht eine angenehme Wärme, nicht wie die Thoma Luftgebläseheizung, die einfach warme Luft rauspustet. Also noch ein Pluspunkt von dem Fahrzeug ist schon serienmäßig mit dabei. Auch schön im Bad hier ist das richtig schön große Waschbecken, was auch einfach schick aussieht, wie das so frei da steht. Wir haben schön viel Platz, wenn man auf dem Klo sitzt, für die Beine. Und dahinter ist der Kleiderschrank, den man sowohl von innen als auch von außen bedienen kann. Jetzt sind wir draußen am Fahrzeug. Wir haben ja vorhin schon von drinnen in den Kleiderschrank reingeguckt. Hier kann man eben auch schön von draußen die Jacke einfach rausziehen. Dieses Brett hier unten ist nur fest geklettet, könnte man rausnehmen, wenn man da die komplette Höhe zum Stauen braucht. Dann werfen wir auch noch einen Blick hier vorne rein. Das ist jetzt der Stauraum unter den Betten. Also da kommt man wirklich schön ran. Hier sieht man auch wunderbar den Doppelboden. Wir haben einmal den Fahrzeugunterboden. 11 cm drüber ist der Laufboden im Fahrzeug. Eurer baut nur mit Doppelboden. Vorteil ist Winterfestigkeit. Wir sind doppelt isoliert gegen den Boden. Zweiter Vorteil ist ein bisschen Stauraum. Innen im Fahrzeug haben wir ja die Luken im Boden gesehen. Und dritter Vorteil, wir haben keine Stufen im Aufbau. Wir laufen ebenerdig. Neu im Modell 21 ist das Navi, was im Prestige-Paket enthalten ist, mit großem Display. Hat eine DAB Plus Vorbereitung und was auch neu ist, dass wir Apple CarPlay und Android Auto haben. Also man kann alle möglichen Funktionen vom Handy auch mit darüber nutzen. Natürlich immer mit Bluetooth-Verbindung. Schön ist, dass wir jetzt für die Rückfahrkamera ein richtig großes Display haben, wo man auch alles schön übersichtlich sieht. Und man kann darüber seine Medien wiedergeben. Neben dem Navi mit dem super großen neuen Display haben wir im Prestige-Paket auch eine Klimaautomatik, bedeutet, Sie können eine Gradzahl einstellen, nicht nur warm-kalt, wie beim Komfortpaket. Und wir haben ein Lederlenkrad mit Bedienelementen. Besonders schön bei eurer ist, dass wir vorne ein Plissé-Rollo haben. Der Vorteil ist, das fährt von oben nach unten während der Fahrt als Sonnenblende. Und im Stand kann man es auch von unten nach oben fahren in die sogenannte Privacy-Stellung. Die zeige ich Ihnen gleich. Dann können Sie oben noch rausschauen, aber keiner kann Ihnen reingucken. Dieses Plissé-Rollo ist Zusatzausstattung oder im Arctic-Paket enthalten. Arctic-Paket ist ja das Winterpaket bei eurer. Da hätte man dann auch noch doppelt verglaste Seitenscheiben, einen Wärmetauscher und so weiter. Optional kann man bei allen voll integrierten bei eurer das Hubbett vorne weglassen und stattdessen Stauschränke bestellen. Kostet 990 Euro Aufpreis. Ist natürlich, wenn man zu zweit unterwegs ist, wunderschön, weil sie hier vorne viel mehr Kopffreiheit haben. Also das Hubbett nimmt natürlich ein bisschen Höhe weg und viel mehr Stauraum. Also hier rundherum kriegt man natürlich noch mal ordentlich was unter. Das ganze Auto wirkt luftiger. Wir haben noch mal schön abgesetzt hier oben den Himmel mit Ambientebeleuchtung. Also ist auch wirklich schön gemütlich. Und dieses Fenster, was wir ja auch beim Hubbett haben, was aber sonst durchs Hubbett verdeckt ist, ist jetzt hier frei. Also einfach noch mal mehr Licht im Auto. Einmal von außen der voll integrierte mit der markanten Front. Beispielhaft jetzt am Integra Line 720 Coupé. Die Front vom Integra Line ist immer gleich bei allen Fahrzeugen, ganz egal welcher Grundriss. Was eurer auszeichnet, ist, dass wir vorne ein richtig schön lachendes Gesicht haben. Also der spricht einen richtig an und sieht auch einfach richtig schick aus von vorne. Hier sehen Sie den Integra Line jetzt von vorne in Serienausstattung mit schwarzem Kühlergrill, weiß umrandeten Scheinwerfern und Halogenscheinwerfern. Es gibt auch ein Design-Exklusivpaket für die Front. Dabei wäre dann ein verchromter Kühlergrill, hier unten auch verchromter Rahmen und der ganz wesentliche Punkt, statt Halogenscheinwerfer LED-Scheinwerfer, die nochmal eine viel bessere Ausleuchtung haben, sorgt einfach für Sicherheit bei Nachtfahrten. Hier haben wir jetzt einmal das Serienheck vom Integra Line mit dem schwarzen Spoiler oben, hier unten den Hockeystick-Leuchten und einer weißen Leiste über den Kennzeichenträger. Im Designpaket wäre hier hinten auch noch eine verchromte Heckspange mit dabei.
Ein wichtiger Sicherheitsaspekt bei Vollintegrierten ist der Blickwinkel vorne auf die Straße. Meine Füße hier würde man jetzt noch nicht sehen. Eurer hat den zweitbesten Blickwinkel am Markt. Der kommt nach 3 Meter auf den Boden. Das wäre also ungefähr hier. Damit Sie mit maximaler Sicherheit unterwegs sind, hat Eurer nicht in den Prelltopf vorne eingegriffen, sondern hat alles original Fiat gelassen. Da wurde nachträglich nichts verändert. Deswegen haben wir nur den zweitbesten Blickwinkel und nicht den besten Blickwinkel am Markt. Ein großer Pluspunkt von Vollintegrierten ist die Isolierung. Wir haben vorne nicht das Blechfahrerhaus, sondern wir haben GFK-Wand bis vorne hin. GFK ist ein super gut isolierendes Material mit XPU-Schaum dazwischen und zusätzlich kann man beim Vollintegrierten noch die Seitenscheiben doppelt verglasen. Das ist Zusatzausstattung bei eurer im Arctic-Paket. Heißt, man kann da im Winter vorne wunderbar schön sitzen, ohne Kältestrahlung und hat trotzdem richtig schön viel Helligkeit und Blick nach draußen. Auch der Fahrer kann beim Vollintegrierten super bequem einsteigen durch eine richtig schön breite Tür. Auf der Beifahrerseite haben wir keine Fahrerhaustür, da steigt man hinten durch die Campingtür ein. Eurer hat Doppeldichtlippen, sowohl hier als auch innen. Wichtig für Thema Abdichtung und auch im Winter sind wir einfach da sauber isoliert. Wenn ich das jetzt zumache, zieht sich die Klappe richtig schön rein. Ein weiteres Qualitätsmerkmal von Eurer ist die Außenhaut, GFK, glasfaserverstärkter Kunststoff. Eurer baut voll GFK-Fahrzeuge, nicht nur das Dach, GFK ist ja hagelsicher, sondern auch die Wände und den Boden. Weitere Vorteile von GFK sind, dass es extrem gut isoliert, also wichtig für Thema Wintercamping, dass man es vollflächig verkleben kann. Diese GFK-Wände werden hier in der Seite in Aluprofile eingeklebt, heißt, wir haben Flächenbelastung, keine Punktbelastung, das Fahrzeug kann sich nicht so einfach verwinden und wir haben keine Durchbohrungen von der Außenhaut, wo tendenziell Feuchtigkeit eindringen könnte. Insgesamt gibt Ihnen Eurer also 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie. Serienmäßig bei Eurer haben wir Seitz-Rahmenfenster, die sind außenbündig in die GFK-Haut eingelassen, heißt, wir sind gut abgedichtet und wir haben keine Windgeräusche während der Fahrt. Ja, hoffentlich haben wir jetzt Ihr Interesse geweckt und wenn dem so ist, rufen Sie uns doch einfach an und verabreden einen Termin. Wir sind ganz in der Nähe von Stuttgart, 15 Minuten weg vom Stadion, direkt an der B29 zwischen Fellbach und Schorndorf.